Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Soll ich's jetzt? Ja, Secret Order 2 und was war das jetzt? Achso, Masken des Verrats, ne? Ja. Wir haben das Schiff gefunden. Ich komme nicht heran. Ja, das interessiert mich nicht. Simon Hagen? Ja, genau. Und deswegen haben wir wegen dem... Existiert wirklich, wow. Sag nicht. Okay, aber das, der Hebel da, das ist doch der Hebel, der fehlt. Der Hebel? Oder? Hebel für Rampe. Hebel für Rampe, okay. Ah, das ist also da der Hebel für Rampe. Ein Felsblock. Blockiert den Mechanismus für die Rampe. Ah. Yes. Ah, jetzt können wir. Ui, ist das ein Riesending. Aber die Kurbel können wir wahrscheinlich woanders gebrauchen. Ja, mit Sicherheit. Okay. Das Mittelstück fehlt. Das könnte der Schlüssel. Nein. Achso, das Mittelstück könnte der Schlüssel sein. Ja, okay. Sollen wir dann gucken, ob wir die Kurbel an den. Mal. Ach, guck mal. Die Kanone hilft mir derzeit nicht weiter. Ja, damit musst du dir den Weg preisen. Ich will zurück. Oh. Ja. Tschüss. Noch eins zurück. Den Raum da. Da, ne? Ja, und dem, hier. Da, was? Okay, das ist es nicht. Aber mit der Kurbel kannst du vielleicht jetzt das... Ach, stimmt ja. Ich will das vielleicht kaputt machen. Tja, Pech. Jetzt kommt gleich der Opa angerollt und motzt hier rum. Er kommt die Höhle nicht mehr hoch oder so. Ich wollte schon sagen, und was hat das jetzt gebracht, das kaputt zu machen? Zeitjuwel. Brauchst du garantiert dann. So. Ich glaube, wir haben jetzt zwar irgendwas gemacht, was wir hätten noch nicht gebraucht, aber... Wie kommen wir denn jetzt? Ah, ja, zurück? Ach so. Du kannst doch ganz normal da hinten runterlaufen. Ja, ich hatte gedacht, wir hätten jetzt blockiert und so. Mhm. Haben wir hier? Nee, da haben wir nichts mehr. Irgendwie. Hammer. Nee, ich kann mit dem Juwel die Kajütentür öffnen. Ach, du meinst. Wo ich erkenne. Es ist ein gut gehütetes Geheimnis, dass der Königsgreif seine Passagiere durch die Zeit reisen lassen kann. Einigen Berichten zufolge hielten die Anführer des Bundes die Zeitreisen für zu gefährlich. Doch wurde beschlossen, den Königsgreif zu verstecken, anstatt ihn zu zerstören, damit er dem Bund in Notfällen weiterhin zur Verfügung stehen würde. Als Vorsichtsmaßnahme versteckten wir die Navigationsgeräte, das Zeitjuwel, den Sextanten und den Kompass. Möge das Glück mit dir reisen. Damit hat niemand. Ah, das ist jetzt der Hebel für. Also müssen wir jetzt dann wieder zurück. Oder wir finden hier noch irgendwas.
Was war? While you were wandering, I found a contemporary announcement with the exact date of the execution. Dankeschön. Am 7.7.1677. So, so, das heißt, wir wissen, wie sozusagen auf dem Schafott noch interviewen, wo er das Zepter hin hat. Oh, guck mal, wir können da hinten wimmeln. Ah, das doch. Ah, hier ist der Kompass. Gürtelschnaller. Da kann ich irgendwas wieder nehmen. 8 Laternen. Und des Stifts. Musst du irgendwo ein R machen. Ein Pfeil. Wo kann ich denn was aufschließen? Die Dings kannst du da unten nicht aufschließen. Ah, doch. Ah, da ist der Sextanz drin. Sehr gut. Okay, ein Schind. Ja, wir brauchen noch mehr Laternen. Laterne. Pferdekopf. Wo soll denn das Ding sein? Gute Frage. Und ist das dann auch ein Pferdekopf? Oder das gibt's einen. Oder heißen die drei Zackhüte Pferdekopf? Weil ich sehe keinen Pferdekopf. Oh! Oh mein Gott. Passt, ja, du hast zu viel rumgeklickt. Gute Frage. Also, wie gesagt, also im Moment sehe ich nichts. Ich nehme mal einen Tipp. Also, das hätte ich ja noch gedacht, wegen dem. Ja, das ist nur ein Skelett. Wäre. Ah, oh Gott. Okay. Sehr gut. Böse. Ja. Also war doch ein. Jetzt haben wir den Sextant und den Kompass. Das heißt, wir können jetzt wieder zurück ins Schiff. Wir hätten, glaube ich, auch eine Karte oder so, ne? Ja, müssen wir nachher mal ausprobieren, ob man damit reisen kann. Da oben. Und das ist, wenn wir wieder ja, wahrscheinlich zurückfahren oder so. Repariere die Steuerung und reise zurück. Okay. So, jetzt müsste uns wahrscheinlich. Jetzt. Sarah, could you help me to get down to the frigate's hold, please? Nö. Ah, wir müssen dieses Ding wahrscheinlich. Welches Ding?
den Kram müssen wir wahrscheinlich irgendwie reparieren, damit wir ihn... Schiffsschlüsselteil. Ja, aber ich kann gerade nichts machen. Okay, dann, ja, dann lass doch mal in die Hütte gehen. Ist ja alles so zeitlich... ein Brett. Ist ja mal ein Brett. Vielleicht, um dem das über den Kopf zu ziehen. Okay, dann gucken wir uns. Sollen wir... Ja. Ich soll Christopher in den Schiff... Okay, bevor ich die Gegend öffne. Gut, dann machen wir das als erstes. Kannst du in die Richtung? Ja, würde ich jetzt laden, oder? Ah, okay, wir brauchen jetzt erst Schießpulver und eine Ladeschlange, okay. Ach, damit wir da hinten die Felsen wegbomben können. Also hier... Bitte hilf mir, bla bla bla. Bitte hilf mir. Kannst du lange warten. Also... Haben wir irgendwas an der Kapiteltür jetzt? Oder ist das jetzt vom Bock da? Wir haben ja immer noch kein Mittelstück, oder? Ah, oder Schlüssel. Und wofür brauchen wir das? Und der will hier unten rein, oder was? Ja. Achso, das Ding kannst du nicht nochmal. Dieses Ding. Nee. Ich weiß nicht, was ich... Ich will träumen und da runterwerfen, oder was? Wenn ich benutze meinen Tipp, weil... Okay, ich bin hier die Tür. Ja, Richtung. Okay. Oder ist da irgendwie was, was du mitnehmen kannst? Kannst du dieses Ding da oben... Okay. Und wofür ist das jetzt? Schlüsselteile. Vielleicht kriegst du damit jetzt die Kajütentür. Hm. Oh Gott. Achso, warte mal. Erstmal das hier, ne? Ja. Und dann das hier. Ja. Und dann der hier. Genau. Und klick, klack. Der Tipp aber langsam auf den Keks, wenn der laufen. Bling, bling, bling. Dies berichtet davon, wie der Bund des Greifen Amenons Grabstätte fand. Mehr nicht. Ja, du hast doch so ein komisches Teil damit. Die Linse ist zerbrochen. Da brauchen wir eine neue. Würde ich mal sagen. Ja, dem alten Opa helfen wir da draußen jetzt nicht, ne? Ja, vor allen Dingen, wir wissen ja noch nicht wie. Mit diesem alten Tauchanzug könnte ich zum Meeresgrund tauchen. Okay, das können wir ja dann. Was steht auch noch an? Hier könnte ich ein Kostüm zusammenstellen, aber zunächst braucht Christopher meine Hilfe. Okay. Wir wimmeln jetzt erst mal und genau. Dann kümmern wir uns vielleicht mal darum. Einen Pinsel. Um sie anzumachen. Wen denn? Die Krone. So. Eine Feldflasche, ein Schlüssel, Gewicht, Greifenstarter und eine Motte. Und eine Motte. Eine Motte, da ist die Motte. Gewicht? Okay, nee, du hast es gerade angekommen. Jetzt fehlt noch der Schlüssel. Aha. Adlerauge.
sie jetzt da hoch? Ah. Das Schloss klemmt. Ich brauche etwas, um den Riegel zu öffnen. Wahrscheinlich müssen wir aber erstmal. Oh nein. Das könnte später nützlich sein. Okay. Ich muss den Anker lichten, aber das Ankerkurbelrad fehlt. Aber ich glaube, dann kommen wir hier jetzt. Ja, jetzt gehen wir halt dann zurück und dann. Was können wir hier? Was sagt sie? Ich brauche eine Anleitung zur Herstellung von Schießpulver. Ah, das ist das, was wir dann brauchen. Okay, gut. Die Kanone abschießen zu können. So, hier können wir. Das ist der da hinten, der Tauchanzug. Okay, so. Ah, der Bibliothek. Ah, okay, da waren wir, okay. Da waren wir auch schon. Ah, da guck mal, da ist ein Kurbel. Dieser Schrank ist abgeschlossen. Dein Schlüssel? Auch nicht? So, mal gucken. Können wir die jetzt? Irgendwo. Jetzt sind wir aber immer noch weiter mit. Wofür brauchen wir eigentlich die Kurbel? Das könnte sein, für den Anker zu lichten. Sollen wir das dann machen? Ja, wenn der halt noch nicht Hinweise gibt, wie wir ihm helfen sollen, dann. Sanna! Ja, das ist der Tipp, der geht. Okay. Doch erst das Zahnrad. Hoffe ich. Ja, okay. Ist mir schon klar. Okay, dann. Hier noch irgendwie was? Ah. Unser geliebter buntes Greifen wurde von Adligen im Mittelalter gegründet, um die Schwachen zu beschützen, den Bedürftigen zu helfen und die Armen zu unterstützen. Um finanziell abgesichert zu sein, investierte der Bund durch viele Jahrhunderte lang in brillante Wissenschaftler und gelangte so in den Besitz großartiger Erfindungen und Ideen, welche die Lebensqualität der Menschheit revolutionierten. Dank unserer ungewöhnlichen Herangehensweise konnten wir unter anderem durch die Zeitreisen und wichtige Geschehnisse in der Vergangenheit untersuchen. Doch je öfter wir durch die Zeit reisten, desto mehr wurde uns die Gefahr dessen bewusst. Schließlich wurden Zeitreisen durch die verborgenen 5 verboten. Doch wurde die Zeitmaschine nicht zerstört. Wir versteckten sie und schworen, sie nur zu benutzen, falls etwas Schlimmes passiert. Ah, brauchst du hier vielleicht? Ah, jetzt haben wir eine Hebebühne. This is heaven. It would take several lifetimes just to read all of these books. But there's no time now. You must rescue the Wayfarer before he's executed today. He's probably being held captive at the castle. But you'll never get there wearing these modern clothes. Don't worry. There should be some period-appropriate ones in the dressing corner. Das ist das was du hier? Sozusagen, ja, was du anziehen musst. Das heißt, der Rock mit den Knöpfen. Der hier, ne? Ja. Und zwar, glaube ich, um die. Das hier? Ja, oder du guckst halt nochmal drauf, ne? Ja, das mit den Seiten. Das da. Genau. Und die Haube. Ist das ja. Die? Ja. So, jetzt musst du die nächste. Die hier? Ja, genau, der schwarze Rock und die eine Haube. Okay. Das da, glaube ich? Ja. Oh.
So. Upsala. Na, komm. Kommt da noch was oben drüber? Wahrscheinlich nicht. So. Was hast du denn? Meine Garderobe. Ja, das Rätsel gelöst, der Garderobe, und jetzt können wir aus der Höhle raus. Ich weiß zwar nicht, was der Tipp die ganze Zeit, was soll das? Das ist bestimmt ein Bug. Mit bloßen Händen kann ich die Nägel nicht herausziehen. Ja, und man kann es ja mal versuchen. Hier gibt es viel zu viele Bienen und ich will mich nicht stechen lassen. Oh, guck mal. It's not fair! He didn't do anything wrong! What do you want, lady? You! That's the brooch of the... You're one of them. Please, you have to help me. The castle guards arrested Damien, and they're going to execute him. The guards will recognize me, but they shouldn't bother you. Whatever you do, don't go through the main entrance. The guards are blocking it. Don't worry, though. Castles like these always have a secret entrance, so the king can make a quick escape. The key to this secret path is a medallion. Here's a piece of it. Good luck. Okay. Können wir dann erstmal woanders hin? Erstmal woanders hin. Ja, du hast aber keine Säge. Und kein... Ich will aber nicht jedes Mal einen Schlüssel brauchen. Ah, das ist ein Schleif. Oder ein Bettstein. Damit kannst du dann was schärfen. Du musst aber erst... Dies ist nur ein Sägerahmen. Du brauchst erst ein Sägeblatt. So, das war das hier. Das ist das da. Ah. Okay, der Bär. Ah, da brauchst du natürlich auch nicht öffnen. Ich konnte den nicht. Dieser Bär ist so... Bimmeln wir doch erstmal. Ja, genau. Wenn der Tipp jetzt nicht langsam aber sicher mal aufhört, dann... Wo ist die denn, die Eule? Oder die... Taube? Also, ein Steuerrad, ein Seepferdchen, ja, ein Krebs, ein Kelch und ein Ruder. Da ist das Ruder. Da ist der Gargoyle. Da ist die Sonne. Dann gehen wir halt mal wieder. Ja, genau. Du musst festgezogen werden. Damit doch nicht, oder? Nee. Ach, Mann. Du bestimmt irgendwie nochmal. Ach nein. Da ist ja der Bär. Ich mag jetzt nicht reden. Wenn du etwas von mir willst, dann kehre später zurück. Dings, wo man eine Zange oder sowas braucht. Hier fehlt ein Teil. Dieses Teil? Okay. Gut. Halt! Who goes there? No one passes through my town without permission. This isn't the time to sightsee, ma'am. So turn around and be on your way. Hey, you. Listen. I heard what the captain said to you. I can help. But I need some help first. See, when I was patrolling the forest this morning,
A bear attacked me. I managed to escape, but I lost my helmet. If I'm not wearing it when the changing of the guard starts, I won't get any supper tonight. Find my helmet, and I'll get you inside. Okay. Oh no, not again. I'm getting too old for... Hey, don't you know not to... Say, you're that traveler, aren't you? The one with the bear problem? I could help you. For a price. You see, my son's a hunter. If you fix my mill, I'll give you the key to his hunting cabin. You're bound to find something useful there. Okay. Warum sehen die Leute alle so gruselig aus? Ja, das ist eine Frage. Und wo ist dieses Ding? Welches Ding? Was die Geräusche macht. Ja, das ist halt hier im Hintergrund. Die sitzt da irgendwo immer auf dem Baum. Da fehlt auch noch was. Was haben wir eigentlich eine hier? Eine Zange. Mit dem kriegst du die Nägel aus. Blätter anziehen können, damit die Nägel vielleicht? Wofür brauchen wir eigentlich die? Damit wir das, dann können wir das Brett auseinandersägen, dann haben wir genug Bretter, um die Mühle zu reparieren, schätze ich. Kannst du also ja, ich kann halt nichts machen, also, wenn der Bär... Okay, da liegt wahrscheinlich der Helm für den... Ja, Zimmer. Natürlich. Vielleicht will der jetzt... Kann man ja jetzt mit dem Typen reden. Okay. Er mag jetzt nicht reden. Ja. Und die müssen auch irgendwie erschrecken. Guck doch nochmal in der Mühle, was wir eigentlich damit machen müssen. Ich sollte die Bremse erst lösen, wenn das Wasserrad repariert ist. Okay, genau. Da fehlen diese Pfeife. Also, ich weiß nicht, wie wir jetzt weiterkommen. Haben wir hier irgendwie noch? Nee, haben wir nichts mehr. Außer das hier noch. Ja, aber das fehlt mir. Wahrscheinlich so ein rundes. Ja. Vielleicht nochmal auf dem... Ja, gucken wir mal. Vielleicht finden wir hier nochmal irgendwas hin. Dann vielleicht wimmeln können oder sowas. Da ist die kaputte Binse. Also dafür haben wir ja auch noch keinen. Dafür haben wir das auch noch nicht. Ja, das ist wahrscheinlich erst, wenn wir mit der. Wenn wir auf den See stechen können und so weiter. Sollen wir vielleicht nochmal einen... Willst du nochmal auf die Karte gucken? Vielleicht zeigt er... Ah ne, das ist nur, wo wir hin... Doch, das... Warte. Gute Idee, aber die Farben passen nicht zusammen. Ah, das also heißt, fehlt für jedes... Wow, das war wirklich hilfreich. Das war, deswegen hat er die ganze Zeit rumgenervt. Wie soll ich...
Okay. Ich warte jetzt bis der Tim aufgefallen. Ja, also haben wir jetzt irgendwas bei der Jagdhütte übersehen. Dass da irgendwo noch was liegt, womit wir den das Sägeblatt anziehen können. Wir haben halt keinen Schlüssel dafür. Ja, den kriegen wir ja erst dann, wenn wir repariert haben. Und das hier müssen wir wahrscheinlich schärfen. Genau. Und wir haben ja noch die Bienen. Ja, dafür finden wir auch bestimmt was in der Jagd. Okay, jetzt muss hier irgendwo was sein, wo wir was machen können. Ich hab gefunden. Da war noch ein Wimmelding. Ah, okay. Ja, dann. Streifenhörnchen. Dann ist das nicht der Salamander. Marienkäfer. Uiuiui, Entschuldigung. Da ist der Salamander. Und da ist der Marienkäfer. Holz, damit können wir die. Dann machen wir das doch mal. Schnur. Aber. Damit können wir dann die Säge festziehen. Genau. Hoffe ich. Aber wir machen jetzt wieder einen Cut. Okay. Und dann sehen wir uns in einer neuen Folge. Und bis dahin. Tschüss.